mal eine Zahl im Spiel einfach so komisch aussieht. Genauso wie wenn Schnapszahlen sind, aber. 45.454. Schöne Zahl. So, wir machen weiter mit Quests auf der Pirateninsel. Anwerbungskampagne haben wir noch. Oh Gott. Wir machen aber lieber eine Truhe voll der Drachen. Also das machen wir zum Schluss. Wenn überhaupt. Oh nein, das ist schon wieder. Nein, bitte keine Internetschwankungen. Das kann ich jetzt auch nicht gebrauchen. Danke, Kuh. Ach. Genau, Kuh. Danke, Löwe, für das Fell. Aber ich muss jetzt leider gehen. Ich bin mal gespannt, ob es überhaupt für mich möglich ist, Bladi zu holen. Eigentlich schon, wenn man 100% abschließt. Aber es ist wie Black Flag und Rogue. Und da gab es legendäre Schiffe, die habe ich nicht geschafft damals, glaube ich. Hier gibt es auch Schiff. Aber ich kann es ja einfach stellen, wenn es sein muss. Ich hoffe, ich muss nur nicht ein ganzes Spielstand von Anfang bis Ende auf Albtraum spielen. Oh Gott! Oh Gott! Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich das auch machen. Ja. Genau. Den kann ich auch töten, den Automo. Don oder wie der heißt. Oh, was jetzt? Ja, ich würde mal sagen, kommst hierher. Warum ist der manchmal. Ich habe gerade gesehen, dass er nicht immer One-Hit war. Warum? Okay, die haben ein fettes Schwein jetzt ehrlich. Eigentlich mache ich sowas nicht in einem Let's Play, im Stream schon. In einem Let's Play mache ich sowas nicht gerne nebenbei. Zwei Schätze, ein Befehlshaber, okay. Ich schau besser mal nach. Nein, nein! Wieso? Wieso ging das gerade nicht? Willst du mich verarschen? Ich hol mir die Kiste und dann bin ich weg. Ach ja, ihr könnt auch mit dem Löwen spielen. Okay.
Wow, also da muss ich mir ein Fail geben. Sorry, aber das muss ich auch gerade klippen. Das muss ich klippen. Albert? Alter! Das ist zu gut! Sorry, das ist zu gut! Der hat mich gehornet, der Löwe! Das ist so krass! Ich wollte den Löwen befreien! Ich wollte den Löwen befreien und dann killt er mich einfach durch die Tür. Was ist zur Hölle? Alter! Aber ich bin immer noch nicht zufrieden mit der Tonqualität. Ich weiß auch nicht. Es ist halt so komisch. Oh, ich bin hier. Okay. Was mache ich, wenn ich jetzt... Ich hab's geleicht. Ach, egal. Warte, Fotos. Die Fotos nerven. Kann man die nicht ausstellen oder so? Gibt's da nicht eine Option? Dass man die Fotos anderer abstellt für immer? Ups. Dieser Löwe, ich muss immer noch an dir denken, der ist so gut gewesen. Alter! Was zur Hölle? Nichts, gar nichts im Spiel hat mich gewonnen, außer der Löwe. Der hat's geschafft. Alter, was hat der für eine Pranke? Der hat mich ja gecrittet oder so, keine Ahnung. Vorsichtig, niemand darf mich sehen. Hier ist sogar der Anführer.
So, hier rein, alles töten, alles klar. Das ist eine Festung, oder? Lol, das Ganze hier ist eine... Sorry. Das Ganze hier ist eine Festung? Wow. Wir sind natürlich wie immer professionell. War das? Was? Hä? Wie gesehen? Jo, der hat geschrien. Okay, das ist gut gemacht. Sorry, aber. Ist das halt beim Fluchtweg. Wow, hier ist sehr viel hohes Gras. Ich muss nur auf die wilden Pokémon achten, dann ist gut. Das klappt sehr so gut. War auch komm. Angriff! Zeus, ich kann nicht mithalten. Gerissen, aber wir finden sie. Ja. Komm. Scheiße, der ist da. Hä? Aber das ist nicht meiner. Das ist nicht meiner, aber... Tekton? Warte mal. Aber das ist ein Söldner unteren Rangs. Ist unter mir. Eindeutig unter mir. Hat da jemand? Das reicht. Ups, das ist ja... Haha, scheiße.
Das war ja ein Söldner. Ich dachte, das wäre einer von da drin. Hier kann man sich überall verstecken, das ist so geil. Da ist eine Höhe, das ist ein Eingang, okay. Und so viel hohes Gras! Schade, ich habe keine Pokebälle dabei! Ist da jemand? Ob ich den töten kann? Was war das? Das ist dein Job! Ich hab keine Bruno Gott! Kommen hier gleich mir solche zwei Typen. Oha. Gott, wie komme ich von dem weg? Das wär's, wenn auf diesem Schwierigkeitsgrad alle eine Stufe über mir wären. Dann wär's richtig heftig schwer, weil auf leicht hat man ja den. Na komm, da meckert keiner. Weil sind ja eigentlich alle auf unterer Stufe, wenn man leicht spielt. Also sie sind immer dann zwei Level unter einem. Falls man überlevelt ist. Ansonsten sind sie überein oder halt in der Nähe. In unserem Fall natürlich immer. Immer drunter. Aber nur auf leicht. Deswegen wäre es cool, wenn es auf schwer dann ein Level zumindest noch drüber ist, egal wie weit man. Oh Gott! Die Armee der Finsternis! Die könnte man auch alle töten. Das ist kein Problem. Den Anführer zu töten ist nicht schwer. Da komme ich nicht ran. Nein, 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 oh Gott, verdammt! Wir sind am Arsch. Wie viele? Nur zwei, aber trotzdem. Aber ich find's gut, dass nur die Söldner verstärkt werden. Und nicht nochmal Special-Gegner kommen.
Hi, Punk Girl. Ja, die Axt ist mega. Die habe ich einen Menu aus den Händen gerissen, könnte man sagen. Das könnte tödlich ausgehen. Nein, Schiss! Oh Gott! Ich darf nicht vergessen, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich spiele. Es kommen ja doch Special-Leute noch scheiße. Ich bin Level 44. Oh Gott, der ist jetzt weit drüber. Warte mal. Welcher Söldner ist auf 46? Iris. Okay, dann komm her. Gegen den habe ich doch keine Chance. Nee, ich lasse das. Ich habe ein großes Problem. Erst Level 16? Nicht, dass ich dich was spoiler. Ich habe auch fast täglich gespielt seit Release und nur so zur Info, ich bin erst bei 50%. Also, es ist eine Menge. Es ist eine Menge. Es ist so viel. Genießt du die Aussicht? Seebestattung! Ich hab doch grad... Ich spiele übrigens auf Albtraum, da darf man leider nicht so aggressiv spielen. Die machen mich sonst kalt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na du? Komm her. Na, das hätte ich eigentlich auch gemacht, aber das tötet ihn leider nicht. Ich will ja, dass die sterben. Wenn die an Klippen stehen, dann mache ich das gerne. Dann weiß ich, das tut mehr weh, als wenn ich jetzt ein Attentat mache. Also ich kick die eigentlich sehr oft. Wie jetzt? Komm mal näher ran. Will mir da ja ein Zeichen geben? Was? Tschüss! Oh nein!
Oh, hat der viel Energie, hat der viel Energie. Holy shit. Weg hier. Oh, in dieser Gegend gibt's kaum Klippen. Warte mal. Und hier ist Wasser, das überlebt er doch. Hä? Hab ich den nicht? Ich wollte schon sagen. Zum Glück gibt's hier Wasser. Wenn ich tauchen könnte, wäre es natürlich noch besser. Scheiße, es ist zu flach. Der hat bestimmt auch ordentlich Energie. Ja, dem tue ich auch nicht weh. Ach. Ich kann hier hoch. Stimmt ja. Nein! Der klettert da nicht hoch! Oh Gott! Da kann ich hochklettern und dann treten. Kann ich denn hier...